Hallo YouTube, wir sind zurück in Skull and Bones. Prost. Es gibt ein Free Weekend, beziehungsweise eine Free Week. Und, ja, genau, bejubelt mich. Ja, Und wir wollen natürlich wieder mal ein bisschen eintauchen und mitnehmen, was sich so geändert hat. Was passiert ist? Schmugglernetzwerk. Hallöchen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall neue Briefe. Post wird abgeholt. Oh, krass. Was haben wir denn hier? Belohnungen sind da. Fürsprache. Captain, ich habe von eurem Bemühen gehört, unsere Gemeinschaft zu helfen und Kunde unserer Taten verbreitet. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Sohn der Freiheit. Okay. Im Namen der Piraten. Feuriges Willkommen. Ich weiß nicht, was es ist. Cookie. Nehme ich. Jarrr. Nehme ich sowieso. Sehr laut, nicht? Geteert. Nehme ich. Also auch, man geht hier rüber und wenn man, obwohl man das anklickt, nicht hier rüber rausgeht, sondern hier runter. Aber, also vom UI. Ich klicke das an. Oh, ich will unten hier auf nehmen. Nicht? Oh. Man. Oh. Bis man mitkriegt, man muss so gehen, damit man darauf gehen kann. Und dann merkt man, ah, ich drücke eh Leertaste. Das ist irgendwie merkwürdig. Eine Basilisk. Ins Lagerhaus. Okay. Oh, die ist sogar blau. Du hast keine neue Post. Die Lampe sieht ja merkwürdig aus. Gerade hier am Start hätte ich irgendwie eine schönere Lampe hingestellt, die nicht so 2D-Textur nur ist. Vor allem alles andere ist 3D und dann hast du hier so eine Blue-Lampe, da wo alle Leute immer stehen. Ich nehme euch etwas von eurer Last ab. Sie ist wieder sehr leise, nicht? Schwankt von der Lautstärke. Wir haben noch 64.000 Silber und 500 Goldmünzen oder was das ist. Kopf von Yoka Cooper, Auftragsgegenstand. Warum ist der im Lagerhaus? Okay, ich habe irgendeinen Kopf auf jeden Fall dabei. Weißer Schädel rum. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Sachen hier alle dabei hatte. Kobaltbahn hatten wir schon. Ja, wir hatten echt viele Sachen schon. Ich weiß, ich musste aber hinten irgendwie weißen Rum besorgen in Aufgaben. Aber der Charakter wurzelt auch rum, nicht? Also, der ist so ein bisschen träge. Ich mag diese Steuerung der Spiele heutzutage gar nicht. Ich laufe, der Charakter läuft noch 4 Meter weiter, obwohl ich losgelassen habe. Wir laufen mal hier bis vorne zu dieser Treppe, wo Holz ist. Also diesen Übergang, wo jetzt mein Hut oben ist. Und doch, ich bin so links immer daneben. Das macht mich auch komplett fertig. Nicht? Ich will das immer mittig drehen, aber das geht natürlich nicht. Weil man immer so linksseitig ist. Okay, ich laufe dahin und dann höre ich auf zu laufen. Genau, wenn ich an der Schwelle bin und dann sehen wir mal, wie weit wir noch laufen. Jetzt. So viel laufe ich mehr, nicht? 1, 2, 3, 4 Meter oder so. Das macht mich irre, so eine Steuerung. Dieses träge, auch die Kamera dreht sich nicht mehr mit und sowas. Oh, ich hätte gern so wie aus Mafia 1 oder sowas alles zurück. Scurlock hat Santan Wohlstand gebracht. Aber ich mag seine Methoden nicht. Kann man die Stimmen lauter machen? Die sind echt extrem leise. Alles auf 100%. Wow. Sprachchat ist aus. Mikrofon aktivieren. Bei Sprachchat aus ist es aus. Audiodynamikbereich. Mittel. Nee, das passt schon. Das passt auch. Ja, nur über den Dynamikbereich kann ich hier was anpassen.
Mannschaftsgeschrei, ich glaube, das hat sich echt alles resettet. Lautstärke der Benutzeroberfläche, die kann... Ach, viel besser. Ja, so ist besser. Hier, du... Ich glaube, ich musste alles generell einfach lauter machen, nicht? Damit es am Ende passt. Piraten helfe ich gern. Was ist? Braucht ihr noch mehr von mir? Neuen Gegenstand herstellen. Können wir irgendwas machen? Die Sichel. Kann ich die herstellen? Ich konnte sie herstellen. Das ist doch super. Dann haben wir die neue Sichel auf jeden Fall. Oh. Was können wir beim Schiffsbauer? Das Schiff macht den Piraten. Lasst mich euer Ansehen steigern. Wir hatten schon den Bomber, nicht? Genau. Den konnten wir schon herstellen. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, den hatten wir auch schon. Bis bald. Möge euer Schiff euch gute Dienste leisten. Wir hatten den... Captain Quartiermeister... Okay, das sind irgendwelche Belohnungen. Wahrscheinlich ist das alles schon diese neuen Sachen. Aber wo sehe ich denn meine Sachen? Wir sind Brigant, Schiffbomber. Okay, wir haben Rang 7, den Pas de Vacang. Stimmt, den hatte ich noch hergestellt. Wir haben einen Mörser an Bord. Muss ich auch wieder reinkommen, wie ich den bedienen konnte. Und ich glaube, diese Stadt hier war gar nicht mehr relevant für uns. Wir hatten nämlich diese asiatische Stadt gefunden. Kapitän. Womit Kapitän. Können wir euch heute helfen? Materialien. Kobalt. Ja, dann stellen wir ein paar Kobaltbahnen her, oder? Was können wir noch herstellen? Guter Jutestoff. China-Grasgewebe. Das war immer ein Problem. Können wir aber nur einmal herstellen. Hanfgewebe, können wir auch nicht viel herstellen. Leinenstoff, Sisalgewebe, tödliches Krokodilleder. Okay, können wir nicht, da brauchen wir die Sachen. Bronzebahn, Teakholzplanken. Die werde ich mal ein bisschen herstellen. So, mehr zwei Aufgaben können die nicht gleichzeitig. Das geht ja schnell. Wo haben wir sonst noch was? Mopainplanke, Eisenholzplanke. Akazienplanke, Grünherzplanke. Ich glaube, die blauen Sachen sind die wir wirklich bräuchten. Die grünen gar nicht mehr so. Seeleute protzen gerne mit dem. Na gut. Kochen? Kochen war ich auch gar nicht. Das Kochen hat gar nichts gebracht. Aber hier irgendwo war doch dieser neue Club. Da hatten wir doch schon Zugang. Le Rendezvous? Nee. Aber wie ist man da denn hingekommen? Ich bin sicher, sagt Normalement, der kann 20 Aufgaben gleichzeitig. Erfordert nur den Kauf eines super günstigen 50-Euro-DLCs. Vermutlich sogar wahr. Wahrscheinlich gibt es im Shop zwei neue Plätze für die Verarbeitung oder so. Eieieiei. Hier gab es irgendwo... Da, das Ding suche ich. Das habe ich gesucht. Diesen roten Geheimclub. Ja, da hatten wir nämlich... Aufgaben. Bei der guten Janita Yara. Nara. Kommen wir ins Geschäft. Okay, wir brauchen weitere Waren. Beeilung. Und da ist unser wunderschönes Äffchen, was wir schon hatten. Und hier, Auftragsregister. Gewöhnlicher Auftrag. Ein Überseeschmuggler hat weißen Schädel rum. Drachenrücken. Eine kleine Flotte der Baschstöppel-Scharfschützen wird dich verfolgen.
Vorteile: 25 Goldmünzen, 50 Ruhm. Weißer Schädel rum, 20. Auftrag annehmen? Ich weiß nicht. Muss ich den selber herstellen? Das ist halt die Frage. Aber wenn ich den erst selber herstellen muss, brauche ich nämlich erst Zuckerrohr. Ja, beides bei Ubilette, nicht? So, das wollen wir auch verfolgen als Ziel. Dann holen wir uns nämlich da mal den weißen Rum. Den müssten wir nämlich dann hier in die Brennerei geben. Und ich glaube, wir hatten nicht genug. Und dann war leider die Free-to-Play-Spielzeit damals weg. Wir haben 23 Rum noch hergestellt. Verstanden. Okay. Wir haben hier nämlich eine wunderbare, riesengroße Brennerei im Keller. Natürlich. Fällt das auch keinem auf, dass wir hier schwarz brennen? Nicht mal dem Piratenfürsten fällt das auf. Ich meine, das Spiel an sich ist gar nicht schlecht. Nicht? Auch das Setting ist cool. So, der Detailgrad ist geil. Könnte natürlich ein bisschen noch ausgeprägter sein. Aber so die Steuerung ist schwammig. Tiefgang fehlt in den einzelnen Sachen. Noch ein Betrunkener, um meine Bekanntschaft zu machen? Seid ihr nicht ganz bei Trost? Oder dürstet es euch nach mehr? Ein mächtiger Wohltäter auf eurer Seite könnte den Unterschied machen. Mein Arbeitgeber, Mr. Frederick Tuling, mag gemütlich in New York sitzen, doch seine Beziehungen reichen bis in den Indischen Ozean. Ich habe beobachtet, wie ihr die Gesellschaft hiesiger Piratenfürsten pflegt, gemeinsam die Meere plündert und jene vernichtet, die euch gefährlich werden könnten. Doch wie weit können euch diese Verbündeten voranbringen, Captain? Mr. Tuling hat große Pläne für den Indischen Ozean. Pläne, die weit über diese Piratenfürsten hinausgehen. Ist die Zeit gekommen? Wird jemand diese Region beherrschen müssen? Also ich. Dafür sorgen, dass die Geschäfte glatt laufen. Also egal, auch ich. Egal, ob nun mit Diskretion oder fester Hand. Seid ihr dieser jemand? Natürlich. Dass er das überhaupt hinterfragt. Ich sehe nämlich nach Chaos. Ich will wahre Macht erlangen. Arbeitet mit uns und ihr erhaltet alles, was einer Piratenlegende gebührt. Sei es edler Zierat oder Verbesserungen für euer Schiff. Doch zuerst an die Arbeit. Es wird nicht leicht. Die großen Kompanien wollen um jeden Preis herrschen, während die Piratenlegenden auf dem Indischen Ozean um Ruhm und Reichtum kämpfen. Die Kompanie will den Indischen Ozean von Piraten befreien und sich seine Reichtümer einverleiben. Und die Übak-Zwillinge sollen das für sie erreichen, koste es, was es wolle. Die Übak-Zwillinge. Schwert und Speer der Kompanie gewinnen genug an Boden, um meinen Auftraggeber zu beunruhigen. Ihr stimmt mir sicher zu, dass wir aufgehalten werden müssen, ehe wir alle in den Fängen der Franzosen landen. Ja, in den Fängen der Franzosen will keiner landen. Das finde ich gut. Okay, vergiftete Küste. Einen seltsamen Berichten zufolge werden ganze Schiffe und Siedlungen durch wirkungsvolle ugwanische Gifte dezimiert. Stelle Nachforschung an der Küste Afrikas an, wo das Gift seinen Ursprung haben könnte. Hat kein Zeitlimit. Mr. Tuling und ihr könnt euch auf vielerlei Weise gegenseitig helfen. Vertraut mir, Captain. Okay, okay. Vergiftete Küste verfolgen wir jetzt natürlich nicht. Wir haben ihn erstmal nur angenommen. Kaperbrief ansehen. Erzählt mir alles. Ein Arbeitgeber bietet jenen Gelegenheiten, die sich auf der trügerischen See zurechtfinden. Wir werden jede Woche neue Aufgaben für euch haben. Sprecht mich an oder seht in eurem Logbuch nach, um euren Fortschritt zu erfahren. Vertretet die Interessen meines Arbeitgebers in der Region und ihr werdet belohnt, sofern ihr nicht auf dem Meeresgrund landet. Okay. Also, Highlights im Kaperbrief. Das sind die Season-Dinger. Beschaffe Bojenkästen, um die Kampfkraft deiner Bojen zu erhöhen. Okay. Nutze den epischen höllischen Schlund, um tödliche Brandminenfeldbojen einzusetzen. Okay.
Die Panzerung Rhapsody der Tiefe hilft dem permanenten Lärmen deiner Feinde standzuhalten. Okay. Schmugglermarken, setze Schmugglermarken ein, erhalte Belohnung. Schmugglermarken kann ich wahrscheinlich kaufen. Premium Pass kaufen, noch 91 Tage. Okay. Lust auf ein Rennen? Nö. Zum Schiffsbauer. Was, zum Schiffsbau und dann noch ein Rennen? Nee, nee, nee. Wir haben erstmal genug. Wir müssen unser Schiff jetzt erstmal die Fracht verwalten. Ich glaube, die Synchronstimme ist von dem großen Schauspieler. Also der gibt seine Stimme großen Schauspielern. Kann durchaus sein. Also sagen wir mal so, die Synchronisation ist immerhin besser als bei Starfield. Was jetzt auch nicht schwierig ist, aber... Torpedos, Reparatursets, ins Lagerhaus. Machen wir auch mal ins Lagerhaus. Den rum machen wir auch mal ins Lagerhaus. Reparaturschmiede. Keine Ahnung, was ich mit der soll. Ich weiß nicht, was ich mit dem Kopf soll. Den lasse ich auch hier. Eine Schatzkarte. Begräbniskarte. Relikte des Seevolkes. Schatzkarten, Schatzkarten, Schatzkarten. Da haben wir noch mehr, nicht? Signalgong, Tauwerkkasten, Wacholderbeeren, Haihaut, Kanonenkugeln. Ist zu viel oder zu wenig? Schiffsverschönerung. Ich habe hier irgendwas Neues. Mhm. Rot, aber rot finde ich nicht so schön. Ansonsten habe ich nichts Neues hier. Doch, da. Da ist noch was Neues. Ein Totenschädel. Ich finde... Gut, das französische Ding brauchte ich nur für eine Aufgabe, nicht? Das Standardfeuerwerk ist ein bisschen lame. Was haben wir hier? Noch ein Wirbel. Das muss man aber kaufen. Ich würde gerne hier so grün. Grün ist auch... Das hätte ich gerne in grün hier. Dann nehmen wir den Schädel. Wo ist denn da? Haben wir hier noch irgendwas Neues? Nein. Haben wir hier noch was Neues? Nein. Haben wir hier noch was Neues? Ja. Wir haben... Oh! Ein Panda-Affe. Okay, dann bleibe ich beim Makaken. Cookie. Hm. Weiß nicht. Also, irgendwie... Ey, wir haben das gleiche Modell. Machen einfach eine andere Felltextur drauf. Nee. Die Ausrüstung haben wir gekauft. Da haben wir auch noch nichts Neues. Das Schiffsrad. Na gut. Dann müssen wir erstmal das beibehalten, weil ich nichts anderes habe. Aber hier könnte man mal die französische Sache wegkriegen. Wo das Gold war okay, aber das französische Blau will ich wieder weg haben. Was war denn die Farbe? Ich hatte mir irgendeine teure Farbe geholt. Essigfarben, glaube ich. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. Melusineglanz. Hm. Miau. Ich erkenne es eh nicht im Chat. Ich will nur von diesen französischen Farben weg. Da kommt hier so ein schönes Gelb. Und hier, da könnte man noch andere Meerjungfrauen nehmen oder was da hängt. Aber das ist mir auch egal. Ich weiß gar nicht hier, was ich da genommen hatte. Würde ich auch die französischen Sachen, die brauche ich glaube ich auch nicht mehr. Ah, okay, das wäre die Farben hierfür. Göttliches Eingreifen. Das ist ein ganzes Set. Verstehe. Was haben wir noch für Sets?
Ah, das Set hier hatte ich. Aber da habe ich halt nicht alles freigeschaltet, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ups. Der ist nicht so meins. Hallöwe ist jetzt auch nicht so meins. Rot halt nicht. Die Franzosen-Dinger nicht. Oh, das hätte was, nicht? So ein bisschen dunkler. Letzte Dämmerung. Ist auf jeden Fall ein bisschen edler. Auch nicht schlecht, aber ein bisschen zu rot. Das hier ist essigwarm, nicht? Genau, dann nehmen wir das. Gift und Galle. Das muss ich kaufen? Hä, die habe ich doch gekauft. Warum? Ich dachte, die hatte ich gekauft. Die Farben. Egal. Wir segeln einfach so. Immer noch irgendeine Verschönerung, die ich nicht angeklickt habe. Wo ist denn jetzt hier noch was neu? Irgendwas habe ich noch nicht erwählt. Irgendwo muss noch ein Punkt dran sein. Vielleicht hier irgendwo. Hier irgendwo, nein. Hier irgendwo, nein. Hier auch nicht. Wie komme ich zurück? Mit Escape nicht. Okay, und hier auch irgendwie nicht. Und Waffen haben wir ausgestattet. Habe ich doch die hier, die Basilisk 1. Aber hier ist der Mörser. Was haben wir hier? Kalverine 3. Ah, stimmt. Wir hatten ja schon hier Sprengtorpedo und sowas. Ich glaube, wir hatten sogar schon eine Basilisk 3 oder sowas. Sprengtorpedo. Ja, ja, ja. Und hier haben wir den Mörser. Und hier Bombarde. Oh, warte mal. Hier ist eine Reparaturbombarde. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Das soll eine Ente sein, die ist im HTML-Quelltext von Amazon ganz am Ende. Okay. Das kann ich nicht erkennen aus dem Chat heraus. Weil bei mir ist der ganz zerstückelt, der ist ja nicht untereinander. Wir brauchen Kanonenkugeln, würde ich sagen, nicht? Die 100 meckert er mir an. Nehmen wir da noch ein bisschen was mit. Ich glaube, wir haben noch Kanonenkugeln, oder? Hier. Kanonenkugeln. Wer meckert die 100 an, glaube ich? Im Frachtraum übertragen. Nummer 87. Meckert er jetzt? Fracht verwalten. Nee, super. Okay, Segel setzen. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Unser essigfarbenes Schiff. Segel setzen! Wir fahren nach Madagaskar und haben die Pest an Bord. Mal wieder, nicht dieses Lied. Zack, erstmal durch die Flamingos durch. Das Wasser ist sehr laut, nicht? WB-Seelentrost. Ich merke, du kennst meine Streaming-Zeiten nicht. Du bist ja noch da. Natürlich bin ich noch da. Sind wir Piraten? Arr! Ich meine, ei! Zack. Level 7 Piraten. Jute plündern. Ja, Jute können wir plündern. Die Jute. Da hinten ist Leipzig. Da ist nämlich Gewitter. So wie bei uns gerade draußen. Nee, die kenne ich noch nicht. Ah, merkt man.
Ich übertreibe gerne, was Streaming-Zeiten angeht. Jetzt will das Publikum auch noch was essen. Warte mal, wie konnte man denen Nahrung geben? Nee, mit Q glaube ich nicht. Nee, das war der Mörser mit E. B. Steuerung links. Ach, das ist das, was nicht funktionierte immer, nicht? Ja, genau. Das ist so lustig. Da steht Steuerung links. Und nur jedes x-te Mal funktioniert es, dass das hier aufgeht. Total bescheuert. Das haben sie immer noch nicht gefixt. So, wo mussten wir hin? Nach La Culira oder so. Okay, wartet. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ich bin einfach ins Blaue losgefahren. Aufgaben war mit M und dann mit G, nicht? Genau. Jäger und Gejagte. Versorgungsauftrag. Genau, den wollen wir machen. Verfolgen. Da. Da müssen wir hin. Also geradezu auf die Insel. Perfekt. Ist der Ronny auf dem Schiff? Warte. Kann man mich nochmal mit V, nicht? Wenn das da Ronny ist? Du, 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 du. Aber die wissen nicht mal, wie man hier andürgt. Also bitte. Wir wissen, wie man andürgt und abdürgt. Ich habe in meinem HTML-Code des Warenwirtschaftssystems, das ich für die Firma entwickelt habe, jetzt am Ende auch drei Enten eingebaut. Bist du Amazon? Du näherst dich einem Weltereignis, eine profitable Odyssee. Nee. So, wo müssen wir anlegen? Ach, da hinten. Oha, das heißt, wir müssen die hier kreuzen. Chorsängerin. Ich hoffe nicht, dass die mich angreifen. Was hat dieser Teufel nur vor? Sehen wir uns das doch näher an! Captain, der Feind beobachtet uns! Aber warum? Ich mach doch gar nichts. Bin doch friedlich. Ich will doch nur zu meiner Insel. Was? Jetzt feindlich. Aber warum? Ich will nicht feindlich. Ich will nicht kämpfen. Oh nein, die feuern. Oh, da kommen Torpedos. Oh no. Wir müssen nur aus dem Kreis rausfahren. Oh, oh, oh. Abdrehen, 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 abdrehen. Oh. Weltereignis wird verlassen. Ja, bitte. Oh nein, das Weltereignis ist schneller als wir. Nein. Nein, ich will doch nur raus. Nein. Wir müssen was essen. Wasser. Segelgeschwindigkeit. Und ein Hähnchen. Oh, sehr gut. Tschüss, Weltereignis. Jetzt kann ich aber nicht an der Insel anlegen, nicht? Weil da dieses Weltereignis ist. Scheiße. Da sollen die sich doch selber erstmal in den Arsch treten. Ich will damit nichts zu tun haben. Wo Ravioli-Flagge? Die gibt's hier leider nicht. Julia war ein toller Skipper. Das ist wahr. Dass er so viel Geduld mit denen hatte. Ich meine, am siebten Tag oder so immer noch nicht zu wissen, wie man abdürgt und andürgt. Au, 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 au. Ich habe mich gefragt, ob sie eigentlich wirklich gesegelt sind. Ich habe sie eigentlich immer nur mit Motor fahren sehen. So, das Weltereignis ist vorbei. Und wir müssen hier irgendwo anlegen. Verwerfen. Ja, ich möchte bitte verwerfen. Da müssen wir anlegen. Das ist unser Hafen. Von Bord gehen. Ja, bitte. So.
Das Vorsegel wurde auch eingeholt. Und schon sind wir... Sehr gut. Weltereignis wurde aufgegeben. An einer wunderschönen Küste gelandet. Oh, was haben wir denn hier? Aha, ein Gefängnis. Da! Ahoi! Der Ozean hinweg, Level 8. Möge nee, nehme ich mir nicht an. Verschlingen. Ja, ja. Ich suche jemanden. Habt ihr einen Händler gesehen? Der mir illegale Sachen verkaufen möchte? Und was stinkt hier? Uiuiui. Hier. Den da. Guten Tag, Sir. Heute meinen Frieden nicht. Hallöchen, Ahoi. Hallöchen. Versorgungsauftrag. Erwirb die Ladung Materialien des Ruders vom Ruderkontakt. Jawohl, Auftrag abgeschlossen. Haben wir noch mehr? Ja, die hier. Lustigerweise ist das der gleiche Versorgungsauftrag. Den können wir nämlich gleich hier nehmen und dann haben wir nämlich 32 Zuckerrohr. Brauchen wir noch Kokosnüsse? Nee, oder? Cooles Game, wie man es nimmt. Es ist guter Durchschnitt, der überteuert verkauft wird. Ich glaub, also für 20 Euro ohne komische Game Pass Inhalte hätte ich es mir geholt. Aber allein ein Spiel, was irgendwie so ein Battle Pass und ein Game Pass beinhaltet, ist für mich immer schon No-Go. Das kaufe ich mir nicht. Aber aktuell ist Free-to-Play, also du kannst es dir auch runterladen. Eine Woche kann man da reingucken. Seit gestern bis zum 6. glaube ich. Und deswegen gucken wir jetzt nochmal rein, um unseren Charakter aufzuleveln. Aber es hat halt auch seine Probleme wie Steuerung und andere Kleinigkeiten. Halsabschneider waren, nee, interessiert mich nicht, möchte ich auch nicht. Verwerfen. Mit Tab, Enter, ich weiß immer nicht. Hier noch schön das Piratenfeuer anheizen. Eieieie, oh ja. Wunderbar. So, Wasser auffüllen. Kanonenkugeln, ja, brauchen wir auch. Ihr hängt da ein bisschen zu lang. Oh, und... Ja, über Kopf hängen ist auch vielleicht nicht so gesund. Und du hängst schon noch mehr zu lang. Segel setzen. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Captain. Ja, ja, ja. So, können wir hier von hier Schnellreise machen? Ja, das ist doch perfekt. Dann können wir nämlich einfach direkt zurück. Dann sparen wir uns nämlich den Weg nach St. Anne. Kostet uns 395. Wir haben 62.000. Ich glaube, das kann ich mir gerade so leisten. Mache ich. Ansonsten finde ich es cool. Ja, das Setting ist richtig cool. Macht auf jeden Fall Spaß, sonst würde ich es auch nicht spielen. Ist auf jeden Fall eine nette Beschäftigungstherapie. Ich habe wesentlich schlechtere Sachen schon auf dem Tisch gehabt, muss man einfach dazu sagen. Von daher könnte man es auch schlimmer treffen. Aber sie hätten auch viel mehr aus dem Spiel rausholen können, hätten sie nicht 8x neu mit der Entwicklung angefangen. Und dafür 12 Jahre gebraucht, oder was sie jetzt am Ende hatten. Vom ersten Entwurf bis zum... ja, bis zum Rausbringen. Aber ganz ehrlich, es war... Im Nachgang ist es besser als Cities Skylines 2. Im Vergleich. So, Rum können wir herstellen. Wir haben 38 Zuckerrohr. Das ist sehr, sehr gut. Die werden wir auch einfach nutzen. Alle Arbeiter sind beschäftigt. So. Und jetzt können wir, wir wissen ja, wir haben 20, 28 Rum. Jetzt können wir das Auftragsbuch annehmen und Rum abliefern.
Rum ist schlimm. Weißer Schädelrum nicht. Ich habe ihn selbst gebraut. Wir werden dann verfolgt. Würde uns 50 Ruhm bringen. Wir haben sonst nichts zu verlieren. Wir sind Pirat. Wenn wir das Risiko nicht eingehen, können wir auch keinen Gewinn machen. Und deswegen Prost, ihr Mannen. Und setzt die Segel, bis ich komme. Wir müssen unser Boot neu bestücken. Weil ich habe doch nicht 20 Dinger dabei. Warum haben wir eigentlich 50? Gut, er hat schon einberechnet, dass die anderen... Ah ne, die sind schon fertig. Wir hatten... Oh. Okay, dann nehmen wir mal 20 aber mit. So. Und dann werden wir den ausliefern. Unser schönes neues Schiff, Segel setzen. Wir fahren natürlich komplett hin. Schnellreise ist ja nett und gut, aber man will natürlich auch ein bisschen fahren, nicht wahr? Auf Wiedersehen, St. Anne. Wir haben es eilig mit unserem Fischsegel. Lass uns schnell die Ware holen und dann zurück in den Hafen. Ja, ja, ja. So, wo müssen wir hin? Da oben. Das heißt, fahren wir durch. Hier durch? Ich glaube, das ist die sichere Route. Außenrum wäre aber schneller. Oh, der Mond. Backboard? Ja, und? Irgendwie konnte man hier doch noch... Nee, das ist Chat. Konnte man denn noch mal... Warte mal, ich glaube in der Ansicht N? Nee. Oh, 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 oh. Ich hänge im Chat fest. Ah, auf Grund gelaufen, weil im Chat festgegangen. Oh, oh. Greifen die uns an? Ja, das sind Piraten. Shit. Oh, 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 oh. Au, das tat weh. Das habe ich gespürt. Oh, oh, ein Torpedo. Und da ist schon wieder irgendein Weltereignis. Wir sind unschuldig. So sieht's aus. Schnupptabak. Okay. Die werden nicht von uns ablassen. Ist ein bisschen laut, nicht? Das hat das... Oh, das Spiel hat keine Pause, nicht? Ich muss die erst besiegen und dann kann ich es leiser machen. Das ist ein Problem. Ja, aber ich habe doch einen Mörser irgendwie. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich den bediene. So wahrscheinlich. Oh, warte. Wir können ja entern. Stimmt. So, ja. Zack. Wir nehmen natürlich alles. Nee. Ich möchte alles nehmen. Ah, da unten. Alles nehmen. Das wird sie lehren, uns zu fürchten. Oh, oh. Der Kleine ist auch noch da. Ich habe noch irgendwo einen Mörser. Ich weiß nicht mehr, wie man den bedient. Mit irgendeinem Modus. Mensch, höher. Sehr gut. Aber das ist nicht der Mörser. Das ist nur eine Bombarde. Ich habe noch irgendwo einen geilen Mörser. Jawohl, versenkt die Landratten.
Die wissen auch gar nicht, was es heißt, auf dem Meer zu leben und in einem Kavenzmann unterzugehen und von einem Seeungeheuer gejagt zu werden. So. Oh, wir haben nur noch 8 Stunden dafür Zeit. Wird knapp, oder? Wir können hier nämlich noch Ware mal aufnehmen. Können wir das da schießen? Zack, zack, zack. Kakao Ambra. Gegrilltes Rindfleisch aus dem Wasser. Hat jemand Appetit? Frisch aus dem Meer gefischt. Okay, wir sind ganz schön kaputt gegangen. Und das war sehr laut, nicht? Ich benutze mal so ein Reparaturset. Und versuche mal in den Einstellungen das Audio, die Effektlautstärke ist das, glaube ich, runterzumachen. Ich glaube, die Musik dafür lauter. Los! Schottendicht machen! Segel reffen! Ein voller Frachter! Rind aus dem Wasser. Ja, das berühmte Wasserrind ist eine Delikatesse. Gibt es heutzutage selten. So, mit den Wellen, nicht? Zack. Oh, da ist irgendwas. Ist es eine gute Idee, auf was Leuchtendes im Wasser zuzuschwimmen? Ist das eine Sirene? Oh, bruh. Okay, die Wellen hier sind heftig. Was ist das? Will ich das wissen? Es lockt mich an. Ist das gefährlich? Was ist das? Das ist eine... Das ist eine Boje. Ist sie gefährlich? Irgendwo gab es einen Ausguck. Nee, aber es gab noch einen anderen Ausguck irgendwo. Bis dann, normaler Mensch. Wir hören französische Lieder, während wir segeln. So, ich weiß halt nicht, muss ich das... Raserei der Roten Insel. Starte ein Rennen bei der Roten Insel. Erreiche innerhalb des Zeitlimits alle Zielpunkte auf der Karte. Rennen beginnt. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Rennzeit. 9 Minuten verbleiben. Okay, ich würde sagen, wir müssen alle erreichen. Ach du Kacke. Wir sprechen Französisch zu Hause. Ich höre bei diesen Liedern kein Französisch. Er ist afrikanisch und französisch gemischt. Je nach Lied. Ich glaube, das wäre eher ein afrikanisches dann. Aber klingt für mich französisch. Die sprechen alle französisch. Allez, allez. Allez, acte est. Okay, die eine haben wir. Oh, 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 nicht gut. Aua. Ich wollte nicht... Hä? Weil ich zurücksegeln wollte, nicht? Hat er mich hier abgesetzt. Pff. Ja, ich möchte gern wieder an mein Board. Nee, ich möchte gern wieder an mein Schiff. Da, Segel setzen. Also das ist zum Beispiel doof. Ja, ich... Hallo? Segel setzen? Hallo? Hä? Hallo? Segel setzen? Ja, da waren sie wieder, die drei Probleme von diesem Spiel. Hallo?
Wow. Hallo? Hallo? UI, reagiere. UI, F sprechen. Segel setzen. Hallo? Ja. Hallo? UI? Shit. Wie kann man noch Segel setzen? Weiß nicht. Ah, okay. Ich muss zurück zum Desktop. Ja. Das sind die Momente, das UI geht nicht mehr, man muss das Spiel verlassen, man kann keine Elemente mehr anklicken, das Spiel verlassen dauert 8 Minuten, ins Spiel reingehen dauert 8 Minuten. Da, und deswegen zahlt man für dieses Spiel keine 60 Euro. Okay, das Verlassen geht auch nicht, es ist abgestürzt. Wow. 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 Das sind die Momente. Mit dem Moment. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in der nächsten wieder.